Am Dienstagmorgen sind auf dem Gelände einer Sondermülldeponie in Hessheim bei Frankenthal gefährliche Stoffe ausgetreten. Zwei Mitarbeiter wurden schwer verletzt. Einer davon, ein 43 Jahre alter Mann, erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Sein 30 Jahre alter Kollege wird in einem Krankenhaus behandelt. Südmüll-Geschäftsführer Gernot Eberhardt sprach gegenüber der Rheinpfalz vom schwersten Unfall in der Firmengeschichte.